Ja, ich kann, denke ich, auch einfach so erstmal beginnen. Die erste Darstellung wird ohnehin ein Bild sein, was dem vorherigen weitgehend entspricht. Ich sage ganz kurz etwas zu meiner Person, auch weil es da einen Zusammenhang zu dem heutigen Thema gibt. Ich komme, wie Sie vielleicht immer noch hören, aus Norddeutschland und bin vor 25 Jahren hier in den Süden gekommen. Ich habe einen typischen norddeutschen Beruf zunächst ausgeübt. Ich habe Schiffbauer gelernt, habe 10 Jahre im Schiffbau gearbeitet und ich habe an der Fernuniversität studiert, parallel dazu. Also das Distance Learning als ein Element, auch eine akademische Bildung zu durchlaufen, war bei mir früh ein Thema. Ich habe hier im Süden zunächst mal am Fraunhofer-Institut in Stuttgart gearbeitet, 15 Jahre hier, wie Sie vielleicht wissen, zusammen mit Fraunhofer, angewandte Forschung in beauftragten Projekten. Ich war da in vielen Unternehmen und habe mich mit dem Lehren und Lernen eigentlich im Zusammenhang der Arbeitstätigkeit beschäftigt. Ich bin vor 10 Jahren ans KIT gekommen und habe hier die Professur für Technikdidaktik übernommen, bin aber gleich zu Beginn mit dem Fernstudienzentrum am KIT oder damals noch an der Universität Karlsruhe in Kontakt getreten, ja einfach aus meiner eigenen Biografie, und dieser Vorgang eigentlich der Veränderung des Fernstudienzentrums zu dem heutigen Zentrum für mediales Lernen war ein Vorgang, den ich mit begleitet und aus meiner Sicht auch mit gefördert habe. Wir sind also seit Januar hier für eine zuständige Stelle, in vielen Fällen eigentlich koordinierend. Das heißt, wir wissen, dass in vielen Orten am KIT Menschen tätig sind an verschiedenen Aspekten der Digitalisierung in der akademischen Bildung, und unsere Aufgabe sollte auch sein, diese vielen Aktivitäten miteinander zu verknüpfen, miteinander bekannt zu machen und gegenüber denjenigen, die das nutzen wollen, die damit arbeiten wollen, auch zugänglicher zu machen. Diese Gründung ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass der Aspekt der Digitalisierung und der akademischen Bildung auch am KIT als von zunehmender Bedeutung angesehen wird und man hiermit gewisserweise auch ein Signal setzen wollte, etwas, was letztendlich fast übereinkommen will, man auch gezielt gestalten und gezielt angehen. Wir haben diese Diskussion, die wir zu dem Thema am KIT haben, sicherlich auch generell in Deutschland, vielleicht weltweit. Herr Wanner hat jetzt einige Punkte schon angesprochen, gerade aktuell die Diskussion, die im Land zu der Formulierung eines gemeinsamen Papieres oder eines gemeinsamen Konzeptes aller Hochschulen gelaufen sind. Das ist gerade momentan eigentlich in der Verabschiedung, und wir sind hier also eigentlich an einem ganz, ganz akuten Prozess auch der strategischen Positionierung der Hochschulen, und das passt ganz gut eigentlich zu dem, was am KIT läuft. Alle, die vom KIT heute hier sind, wissen das zur Genüge vielleicht, oder auch laufend, die hier als Gäste sind, denen sei gesagt, dass wir eben die Diskussion um die Dachstrategie seit 1,5 Jahren führen, dass wir seit der Gründung des KIT, und das sind ja jetzt auch schon einige Jahre, über die Neuausrichtung als gemeinsame Organisation diskutieren, und das eben auch mit der Frage, wo sind dort grundsätzliche und strategische Aspekte. Und da ist der Aspekt der Digitalisierung und der Bildung sicherlich nicht der Hauptaspekt, sondern einer unter vielen Aspekten, und wir müssen uns hier zuordnen, müssen sehen, mit welchen Vorgängen, die insgesamt ablaufen, wir unsere eigene Arbeit zusammenführen können. Wir sehen dabei das KIT als eine Wissenschaftsorganisation, und innerhalb der Wissenschaftsorganisation gibt es eben eine Reihe von Vorgängen, die Digitalisierung beinhalten. Das KIT ist sicherlich renommiert in dem Bereich der Informationstechnologie, im Bereich der Verarbeitung von Informationen, ist dort sicherlich in bestimmten Bereichen auch führend und seit langem führend. Es wird immer das Beispiel gebracht, dass die erste E-Mail in Deutschland vom KIT aus oder von der Universität Karlsruhe damals ausgegangen ist und von daher hier auch eine lange Tradition ist. Wir sehen dennoch, und da bin ich mir, glaube ich, einig mit allen, mit denen man hier am KIT spricht, die Digitalisierung als eine Herausforderung, nicht als etwas, wo wir alles im Griff haben, sondern wo sich Dinge entwickeln, die uns auch herausfordern. Und auf der anderen Seite sehen wir es als einen Bereich, wo wir Verantwortung übernehmen müssen. Eine Einrichtung wie das KIT, die so führend in dem Bereich der informationstechnischen Entwicklung ist, muss auch Verantwortung übernehmen bei der Gestaltung dessen, was man mitsteuern kann. Ja. Und dabei ist eben die Digitalisierung der akademischen Bildung in unserer eigenen Sichtweise mehr als E-Learning.
Es ist mehr als das reine abgrenzbare Programmieren von Anwendungen zum Lehren und Lernen. Es geht in den weiteren Rahmen, den Herr Werner auch schon angesprochen hat, also vom Campus-Management-System bis hin zu Vorlesungsaufzeichnungen etc. Ich werde darauf in meinem Vortrag noch etwas systematischer eingehen. Ich berichte hier aber zudem über eine Untersuchung, die wir seit einem Jahr durchführen, gemeinsam mit Kollegen der Universität Stuttgart. Auch die hat Herr Werner gerade schon angesprochen. Und zu dem Untersuchungsauftrag gehört etwas, was man als Validierung bezeichnet, etwa wissenschaftlich sozusagen benannt. Es heißt aber, dass wir nicht die Untersuchung für uns isoliert erstellen und durchführen und dann sie mit anderen besprechen, sondern wir haben schon während des Vorgangs der Durchführung der Untersuchung immer wieder auch mit Partnern gesprochen, haben Zwischenergebnisse vorgestellt und dazu gehört eigentlich auch hier ein Symposium wie hier. Wir möchten Ihnen vorstellen, den jetzigen Stand der Untersuchung, das ist vor dem Abschluss, also wir sind relativ weit und wir möchten aber gerne auch mit Ihnen diskutieren. Also ich habe jetzt hier einen relativ langen Vortragspart zu Beginn, weil ich Ihnen so einen Rahmen darstellen will. Aber wir würden uns freuen, wenn sowohl jetzt hier im Plenum als auch vielleicht in den ja doch vorhandenen Pausen, die wir für den heutigen Tag vorgesehen haben, wir einfach ins Gespräch kommen und über die Punkte, die wir vorstellen, auch diskutieren. Das gehört mit zu dem Prozess von Wissenschaft und hiermit auch zu dem Prozess zu unserer Untersuchung. In der Untersuchung selber nehmen wir die sogenannte von uns sogenannte organisationale Perspektive ein. Das heißt, wir fragen uns nicht, was entwickelt sich im Land Baden-Württemberg oder in Deutschland oder global, sondern was denkt eine hochschulische Organisation. Also ich werde immer wieder aus dieser Perspektive argumentieren und die Thematik betrachten. Wir gehen auch nicht wirklich in das einzelne Detail, in das konkrete Arrangement oder das einzelne Experiment im Bereich der Digitalisierung, sondern wir wollen immer wieder überlegen, was ist die Perspektive einer Hochschule und in diesem Fall eben das KIT oder die Universität Stuttgart, die wir hier in der Untersuchung in den Mittelpunkt gestellt haben. Ja, ich habe, haben Sie vielleicht in dem Programm gesehen, ungefähr eine Stunde Zeit, um meine Gedanken Ihnen nahe zu bringen. Ich weiß nicht, ob ich die Zeit ganz nutzen muss, vielleicht bin ich auch ein bisschen zügiger durch, aber ich habe eigentlich auch vor, etwas den Rahmen über den Tag Ihnen nahe zu bringen, den wir uns tatsächlich gedacht haben. Wobei ich nicht weiß, ob das Programm als solches diesen Rahmen schon so nahelegt. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Deswegen wäre das auch ein Teil meines Vortrags, Ihnen aus unserer Sicht den roten Faden oder zumindest das Vernetzende zwischen den einzelnen Beiträgen Ihnen nahezubringen, dass Sie später, wenn Sie die anderen Anteile des heutigen Tages aufnehmen, zumindest ein Angebot haben, wie man das zueinander zuordnen kann. Ich habe also meinen Auftrag in Bezug auf die laufende Untersuchung gesetzt und deswegen einfach korrekterweise möchte ich Ihnen die Untersuchungsthemen als solche vorstellen, die Fragestellungen, die leitend waren für unsere Untersuchung. Und es sind vier Fragestellungen, die relativ anspruchsvoll sind. Ich möchte Ihnen die nicht jetzt ausführlich im Einzelnen erläutern. Es wird sich im Laufe des Vortrags noch erschließen, aber ich möchte zumindest korrekterweise sie Ihnen vorstellen. Es ging also zunächst mal um die Frage, in welcher Weise eine zukunftsbewusste Gestaltung der internetbasierten Hochschullehre projektiert werden kann. Also die Überlegung war, es gibt einen Einfluss des Internet auf die Hochschullehre und es gibt eine Mitgestaltung der Hochschulen im internetbasierten Bereich. Und die Frage war, wie kann man dieses Projektieren als eine strategische Aufgabe einer Hochschule angesichts der Analyse der gegenwärtigen Situation und auch angesichts einer in irgendeiner Weise seriösen Vorausschau in Richtung dessen, was auf uns zukommt. Die zweite Frage war, wie das dann aus den vielen Einzelvorgängen, die man notwendigerweise dann zur Kenntnis nehmen muss, zu einer gesamtheitlich angelegten Strategie geführt werden kann. Also nicht eine Summe, eine Addition von einzelnen Aspekten, sondern ein Denken für eine Hochschuleinrichtung als Gesamtes. Das heißt, man muss aus der Fachexpertenperspektive auf eine mehr generelle Perspektive erweitern und auch das sollte in der Untersuchung erkundet werden, in welcher Weise das
sinnvoll möglich ist. Dabei sollten vor allen Dingen die infrastrukturellen und institutionenübergreifenden Innovationen und Veränderungen berücksichtigt werden. Also auch jetzt nicht sozusagen die Einzelerfindung, sondern das, was wirklich strukturbildend ist, was die Breite beeinflusst, sollte in der Untersuchung besonders berücksichtigt werden. Auch ein bisschen, um dem zu entkommen, dass man so diesen Zeitgeist, das, was gerade aktuell in der Diskussion ist, zu sehr Einfluss nehmen lässt. Weil Sie haben schon gehört, 2025 war so eine Perspektive. Das ist für die KIT-Dachstrategie eine Zahl. Das sind 10 Jahre. Wir haben damals, oder vor einem Jahr, den Auftrag noch formuliert, etwas bescheidener mit 2020. Das wären 5 Jahre. Der Foresight-Bericht hat den Zeithorizont 2030, 15 Jahre. Aber umso weiter man in die Zukunft geht, umso spekulativer ist es natürlich. Aber Entscheidungen, die man heute trifft, mit der Perspektive auf in 5 Jahren oder in 10 Jahren angenommener Entwicklung, die sind natürlich tatsächlich auch wegbereitend oder umgekehrt irreführend, wenn man sie nicht in die richtige Richtung führt. Und deswegen sollte das in dieser Untersuchung thematisiert werden. Ja, und dann war die Frage, wie man das für eine Hochschule als Muster oder als Modell formulieren kann, sodass es dann nicht nur für Karlsruhe gelten könnte, sondern eine andere Hochschule auch mit diesem Modell der Darstellung betrachten kann, wie würde unsere Position zu sehen sein. Weil Sie werden auch gleich in den Teilen des Vortrags merken, es gibt spezifische Aspekte, die würde man sagen, das ist jetzt nur für das KIT eigentlich so zu verstehen, und eine andere Hochschule würde dort sicherlich einen anderen Schwerpunkt setzen. Ja, noch ganz kurz zum methodischen Vorgehen, und das sage ich jetzt nicht nur korrekterweise, sondern auch um eine kleine Zusatzerläuterung zu geben, was sich geändert hat in der Zeit unserer Arbeit, ist ein Vorgehen, wo wir relativ früh einfach ein Modell entschieden haben zu verwenden. Das werde ich Ihnen gleich vorstellen, wie wir die organisationale Perspektive der Hochschule betrachten. Dann eine darauf aufbauende Recherche, die schon sich auf dieses Modell bezieht, durchführen über eben laufende Untersuchungen zur Hochschulentwicklung, zur Digitalisierung, zu Aspekten der Zukunftsforschung. Dann aus der Recherche heraus zu restrukturieren und das Modell zu konkretisieren und die Trendprognosen, vor allen Dingen die schon vorhandenen Trendprognosen, daraufhin zu sichten, inwieweit sie zu der Modelldarstellung passt. Es sollten hier auch Handlungsoptionen, also Ausrichtungen, Ausblicke darauf, was ist zu tun, wenn man von diesen Annahmen ausgeht. Und eben diese Validierung sollte stattfinden, also ein Abstimmen mit den Experten. Ja, jetzt hat sich gezeigt, dass wir die Validierung sehr weit vorgezogen haben, weil nämlich Jahresanfang, das heißt 3 Monate nach dem Beginn unserer Arbeit, dieser Landesvorgang der Formulierung eines Konzeptes entstand und wir dort unmittelbar auch ins Gespräch gehen mussten. Wir haben auch die Validierung sehr früh angefangen, weil der Strategieprozess am KIT lief und wir dort eigentlich gehalten waren, sehr früh mit vielen Akteuren am KIT zu sprechen. Insofern Phase 6 war dann plötzlich sehr viel früher, als wir dachten, und umgekehrt, die Recherche war natürlich abgeschlossen nach einer bestimmten Zeit. Es gibt aber immer wieder auch aktuelle Veröffentlichungen, nicht nur das Positionspapier der LRK, sondern auch andere aktuelle Veröffentlichungen, die wir dennoch zur Kenntnis nehmen müssen. Und insofern haben wir hier fast eher eine Iteration auch der Recherche in einer gewissen Weise. Ja, das zeigt vielleicht doch auch die Problematik, die Herausforderungen, die wir in einer solchen Untersuchung erleben und die sich vielleicht auch in meinen nachfolgenden Darstellungen zeigt. Ja, ich möchte Ihnen jetzt nicht die gesamten Ergebnisse darstellen, sondern 2 ausgewählte Schwerpunkte, nämlich einmal das organisationale Modell, mit dem wir für die Untersuchung arbeiten, das sich auch wiederum richtet auf den Aspekt der Digitalisierung der akademischen Bildung. Also wir haben nicht ein organisationales Modell der Universität als Wissenschaftsorganisation oder als Rechtsorganisation. Es gibt viele Perspektiven, die man hier einnehmen kann. Und die Literatur, die Sie finden zur Organisationsdarstellung von Hochschulen, hat meistens eine andere Perspektive. Die hat nicht diesen Aspekt der Digitalisierung in der Mitte, sondern hat andere Aspekte zum Mittelpunkt. Wir konnten also nur mittelbar gegebene Modelle verwenden, und das, was wir hier verwenden, dazu sagen wir einschränkend, es bezieht sich nur auf diese Perspektive.
Und dann möchte ich hier die von uns als relevant angenommenen Trends Ihnen vorstellen. Das sind 9 an der Zahl und die haben wir aus der Untersuchung heraus hervorgehoben und möchte dazu etwas auch über mögliche Konsequenzen für Gestaltungsbedarfe Ihnen mitteilen. Ja, und jetzt geht es eigentlich relativ schnell in den Inhalt. Das war sozusagen alles Vorrede und ich präsentiere Ihnen hiermit das Modell. Und vielleicht hatten Sie schon Befürchtungen, es würde jetzt unheimlich kompliziert werden. Sie sehen an dem Modell, dass wir hier auch wiederum versuchen, den Ansatz so klar und auch nachvollziehbar aufzubauen, dass man relativ schnell darüber kommunizieren kann. Das Modell, was wir verwenden, um die Thematik der Digitalisierung der akademischen Bildung auszuprobieren, aus der Perspektive einer Hochschulorganisation zu betrachten, nimmt zunächst mal die Hochschule als solche in Abgrenzung von dem Umfeld der Hochschule. Das ist ein typischer systemischer Betrachtungsvorgang, nämlich dass man einerseits die Abgrenzung vornehmen muss, was ist Sache der Hochschule, was ist eigentlich Element des Umfeldes und gleichzeitig die Einbettung darstellt. Also inwieweit ist das, was man in der Hochschule macht, dadurch geprägt oder dadurch beeinflusst, was aus dem Umfeld sich ergibt. Beide Vorgänge sind zu beachten. Innerhalb der Hochschule haben wir 3 Schwerpunkte, die wir differenzieren für die Digitalisierung der akademischen Bildung. Das erste wäre das, was wir hier als Basis und grundlegende eigene Infrastrukturen und Arrangements betrachten. Das ist all das, was an der Digitalisierung für die gesamte Hochschule bereitgestellt wird und auch ständig und dauerhaft eigentlich bereitgestellt wird. Das Campus Management System wäre ein Beispiel dafür, dass nicht sozusagen nur so eingerichtet wird für diejenigen, die es nutzen wollen, sondern es ist einfach eine generelle Grundlage der Arbeit. Der zweite Bereich, den wir in der Hochschule als solches für sich betrachten, sind die Kooperationen. Und hier gibt es notwendigerweise im Bereich der Digitalisierung Kooperationen mit externen Akteuren der Hochschule, auf die man sich verlässt, mit deren Leistungen man arbeitet, mit denen auch formelle gemeinsame Arrangements definiert und vereinbart werden, Verträge geschlossen werden, die in die Hochschule hineinwirken. Zum Teil sind es natürlich auch Kooperationen, die innerhalb der Hochschule hier zu beachten sind. Ja, und der dritte Bereich, den haben wir als internen Markt bezeichnet. Das könnte sogar schon sein, dass es etwas KIT-spezifisches ist, weil wir gerade im Bereich der Digitalisierung hier feststellen, dass es viele Entwicklungen gibt, die sich erst in einem einzelnen Institut oder in einem einzelnen Bereich entwickeln und dann sozusagen in einem Wettbewerb stehen und entweder an Bedeutung gewinnen oder auch wieder untergehen. Ja, und jetzt kommen dazu eigentlich schon die Trends als nächste Übersichtsdarstellung. Da kann ich Sie gleich beruhigen. Das wird jetzt hier nicht alles in dieser Abbildung nur zu nachvollziehen, sondern das ist sozusagen die Leitlinie durch meinen Vortrag. Wir sehen 3 Trends, die sozusagen schon auch sehr deutlich stattfinden. Das integrierte IT-System als eben diese Zusammenführung der digitalen Vorgänge am KIT, die sich als Aspekt der Grundlagen, der Basis darstellen, die Entwicklung, dass Blended Learning ein Standard wird, also eine Normalität und schließlich die internetbasierte Lehre haben wir schon als grundlegende Trends hier benannt und dann sind hier 6 weitere Trends, auf die ich in dem nachfolgenden Vortrag eingehen werde. Sie werden merken, dass ich diese 9 jetzt durchgehe, also insofern brauchen Sie jetzt keine Sorge haben, dass ich diese Spur ganz verliere, sondern dass ich das jetzt etwas Punkt für Punkt abarbeiten werde. Ich werde dabei immer mal wieder noch Einblick nehmen in eine laufende Untersuchung. Wir haben gerade eine Befragung Studierender und Lehrender am KIT im Prozess der Erhebung. Ich werde aus der laufenden Untersuchung einige Zwischenergebnisse Ihnen vorstellen. Das ist sozusagen nur halb korrekt wissenschaftlicherweise, aber ich finde es eigentlich so spannend für den heutigen Tag, dass ich Ihnen vorstelle, was wir auf dem Stand der jetzigen Erhebung haben, dass ich das immer mal wieder einstreuen will, weil es sozusagen einen Hintergrund der Rückmeldung Studierender und Lehrender zu den Aspekten
Aspekten zeigt. Und da werde ich immer kurz noch mal was dazu sagen, dass es also wirklich vorläufig ist, was ich Ihnen hier präsentiere. Aber das ist, denke ich, eine ganz interessante Ergänzung. Ja, zunächst mal der erste wesentliche Trend, den wir sehen im Bereich der integrierten IT-Systeme. Hier befindet sich in Einführung und ist sozusagen von der informationstechnischen Basis weitgehend schon vorhanden. Das Campus Management System, inzwischen jetzt unter dem Leitbegriff Use Campus, also wirklich der Verbreitung. Und was hier wesentlich für uns aus Sicht der Digitalisierung der akademischen Bildung ist, ist, dass der gesamte Vorgang des Studiums digital erfasst und organisiert wird. Der Durchdringungsgrad dieser Anwendung ist ganz erheblich und Sie sehen es an den eigentlich 8 Teilprojekten, hier sind sie als 7 zusammengefasst, die zu dem System dazugehörten, die aus der Analyse der Notwendigkeiten von Eingaben, von Regelungen am KIT entstanden sind, dann als Anwendung entstanden ist und jetzt in der Einführung sich befindet. Und es beginnt mit dem Bewerbungs- und Zulassungsmanagement, geht über die gesamte eigentlich Erfassung der Daten der Studierenden, über den Studienverlauf, die Studiengangsorganisation, die Lehrveranstaltungs- und Raumorganisation, also es ist ein sehr breites Programm, ein sehr breites Instrument, das stark korrespondiert mit dem Vorgang, der uns, glaube ich, an den Hochschulen alle beschäftigt, nämlich im Zuge der Bologna-Prozesse der Neuorganisation der Studiengänge als Bachelor-Master-Studiengänge mit den ganzen Aspekten der Modularisierung, der Formalisierung des Studiums. Und das Interessante aus dem Blick der Digitalisierung ist, dass wir hier tatsächlich eine deutliche Prägung der formalen Vorgänge aus den Vorgaben des IT-Systems heraus haben. Im IT-System muss ich notwendigerweise Rollen definieren, um Rechte und Pflichten zuzuordnen, in dem System zu agieren. Diese Rollen sind in der Weise möglicherweise nicht selber gewachsen, sondern sie müssen dann eingeführt, in Gebrauch genommen werden, wenn das System sie verlangt. Und diese Einflussnahme auf die tatsächlichen Vorgänge aus dem IT-System ist ganz erheblich. Umgekehrt hat aber auch die Definition der Rollen zu der Konfiguration des Systems beigetragen. Also die Entstehung des heutigen Campus-Management-Systems ist sehr stark aus der Vorstellung dieser Rahmen aus den realen Studiengangorganisationsformen entstanden, also zum Beispiel die Modularisierung als eine Anforderung, die im System abbildbar sein muss. Hier gibt es also eine Wechselwirkung des digitalen Systems mit dem realen System, was sich ganz stark auch in Zusammenhang mit der Veränderung der Studiengänge überhaupt zeigt. Und diese sozusagen verstärkt diesen Vorgang. Ich denke, es ist auch eine Verstärkung der Formalisierung des Studiums, möglicherweise zu diskutieren, inwieweit es förderlich oder auch problematisch ist. Es ist aber wiederum nur ein Vorgang und ich denke, es ist für uns wichtig, für die Studie diese grundlegenden integrierten Systeme auch in der Gesamtheit zu betrachten. Und ich habe hier nur mal einige aus meiner Sicht auch wesentliche andere Systeme, die damit vernetzt sind, verlagert sind, zusammengestellt. Natürlich zunächst mal das, was hier unter dem Begriff Facility Management läuft, also die Räume müssen mit Kabeln ausgestattet sein, mit WLAN, die Beamer müssen funktionieren. Das ist ein Großteil der Investitionen, ist auch ein Großteil der notwendigen Grundausstattung, in die Mittel und Ressourcen und auch Kompetenzen reingehen. Wir haben das Rechenzentrum hier mit einer wesentlichen Aufgabenstelle, was die Leistung des IT-Systems angeht, die Serverstrukturen, aber auch eben zum Beispiel das technische Management des Learning-Management-Systems als ein Beispiel. Also hier eine ganz wesentliche Rolle, übrigens auch für die Sicherheit des Systems, auf die wir hier als universitäre Einrichtungen ganz wesentlich bauen und von der wir abhängig sind. Ich habe das SAP-System hier als eine Art, ich sehe das so wie ein Pendant zu dem Campus-Management-System, das sich auf die gesamte Finanzseite der Organisation bezieht. Die Bibliothek im KIT ja als 24-Stunden-Bibliothek wäre die Organisation, die sich mit dem Wissensmanagement beschäftigt, die also eigentlich die Verarbeitung, das Management, die Bereitstellung von Wissen konzentriert und am KIT ganz wesentlich auch in einen Übergang in Richtung der Digitalisierung sich befindet. Also Sie finden diesen
Anteil an Dokumenten, die elektronisch bereitgestellt werden oder zugänglich gemacht werden, in einem sehr starken Wachstum, auch in Relation zu dem bisherigen in gedruckter Form vorhandenen Wissen. Ja, dann die KIT-Website. Da gibt es immer wieder Diskussionen. Aus meiner Sicht ist es so zu verstehen, dass die KIT-Website der Zugang aus dem Internet in die Organisation KIT ist und umgekehrt natürlich auch die Möglichkeit der Darstellung von Aktivitäten im KIT in die Internetumgebung. Und das heißt jetzt nicht nur die Homepage, sondern es heißt tatsächlich eigentlich all das, was wir auch in Projekten, in einzelnen Instituten, in einzelnen Fachgebieten über die KIT-Edu-Seite zugänglich machen oder das über Suche auch zugreifbar ist. Und damit ist ein doch riesiges digitales Volumen, was sich dort unter der Überschrift KIT-EDU-Website befindet. Ja, dann als einen vorletzten Bereich noch die internen digitalen Dienste, also das, was korrespondiert natürlich für die Organisation des KIT selber. Und abschließend das Learning-Management-System, das hier in Relation zu dem Campus-Management-System sich entwickelt. Also diese Veränderung des integrierten IT-Systems wird von uns als Grundlage der Nutzung digitaler Medien gesehen. Sie befinden sich in einem, ich würde jetzt fast sagen, in einem ständigen Prozess der Einführung und Diffusion. Also man kann auch nicht mal sagen, dass es jetzt dann irgendwann beendet ist, sondern das ist eigentlich nur der Übergang zu der nächsten Veränderung, Modernisierung, Neukonstellation etc. Sie führt bislang getrennte und konventionelle Vorgänge im System zusammen. Also das, was bisher separiert war, wird hier miteinander verknüpft. Zum Teil auch aufgrund von gesetzlichen Vorgaben, wie gerade beim Zulassungsprozess. Und sie bildet Dinge, die vorher konventionell, also nur in der direkten Wirklichkeit vorhanden waren, im IT-System ab. Ja, sie generiert eben Rollen am KIT, Rollen der Lehrenden, Rollen der Mitwirkenden am KIT und deren Selbstverständnisse, deren Abgrenzungen, deren Rechte. Das ist ein ganz wesentlicher Einfluss auch auf gelebte Wirklichkeit. Und sie erfasst und offeriert damit, und ich würde jetzt hier auch sagen, wesentliche Teile des akademischen Studiums. Ja, hier vielleicht ein erster kurzer Einblick in die laufende Untersuchung. Ich werde das jetzt nicht alles darstellen, sondern ich sage nur den Überblick. Wir haben hier einen Block von Statements in der laufenden Untersuchung. Und da gibt es eine Fragestellung, die lautet, ich halte ein integriertes EDV-IT-System am KIT für notwendig, in dem alle Studienangelegenheiten geregelt sind. Diese blaue und grüne Hervorhebung zeigt nur die Unterschiedlichkeit zwischen Dozenten und Studierenden. Unter allen Statements ist es am meisten Zustimmung von Seiten der Studierenden gefunden hat. Die Annahme wäre, dass die Studierenden es in gewisser Weise leid sind, in vielen Umgebungen sich einzulocken und dass sie das als großen Vorteil ansehen, wenn das alles miteinander kombiniert ist. Es ist hier sortiert nach den Mittelwerten der Rückmeldung der Studierenden und Sie sehen vielleicht, dass es bei den Dozenten nicht ganz so eine hohe Zustimmung findet, sondern eher eine gewisse Skepsis sich in der Rückmeldung der Dozenten zeigt. Das heißt, die Dozenten, das wäre die Annahme, sehen hier eher möglicherweise auch Probleme mit dem integrierten System, dass es so eine Art administrativer Moloch ist oder dass es eben auch Fehlfunktionen geben könnte, die dann aus der Komplexität des Systems hervorgehen und so. Also da gibt es durchaus unterschiedliche Perspektiven. Aber ich fand es doch interessant, wie eine hohe offenbar Präferenz oder Zustimmung es bei Studierenden findet. Ja, der zweite Bereich, Blended Learning als Standard. Und Blended Learning ist jetzt in unserem Verständnis wirklich einfach nur eine Mischung von digitalen und nicht digitalen Anteilen im Studium. Ich möchte das ganz kurz bezogen auf vorlesungsbasierte Lehrveranstaltungen erläutern, wie wir das verstehen. Wir gehen davon aus, dass alle vorlesungsbasierten Lehrveranstaltungen bis heute und wahrscheinlich auch weiterhin mit gedruckten Materialien arbeiten, mit Dokumenten arbeiten, Bücher, Handouts etc., dass wir aber heute schon eigentlich Zusätze haben, die weitgehend
etabliert sind. Also es gibt einen erheblichen Anteil der Lehrveranstaltungen, die ihre Dokumente auch online anbieten, die ihre Präsentationen auch in einer Anwendung bereitstellen und die das Learning Management System nutzen. Das war gerade auch das Beispiel Ilias als eine Form. Es gibt aber kaum eine Veranstaltung, die hier nicht auch in dieser Umgebung vorhanden ist. Dazu haben wir eine Fülle von Variationen und da unterscheiden sich die Veranstaltungen. Die einen nutzen Vorlesungsaufzeichnungen, die anderen nutzen Foren der Studierenden, die dritten nutzen Kooperationen mit anderen. Es gibt auch Veranstaltungen, die Dropbox und andere Anwendungen nutzen, obwohl das vielleicht nicht so ganz korrekt ist. Ich habe hier mal das Beispiel genommen, Wikis als Teil eines Kurses, weil ich damit selber arbeite, ist eine Möglichkeit, sehr viel auch an eigener Aktivität an die Studierenden zu geben innerhalb einer Veranstaltung. Aber da variieren bestimmt die Veranstaltungen in unterschiedlicher Form. Wo sie kaum variieren, das ist der Bereich, der, was wir als Gewohnheiten bezeichnen. Also das, was offenbar bei fast allen Studierenden vorhanden ist, ist die Ausstattung mit entsprechendem mobilen Equipment. Hier sind es sogar relativ wenige Laptops, die auf den Tischen liegen. Also das ist eine normale Veranstaltung, eine Situation der Veranstaltung, dass viele Laptops, Smartphones, Tablets etc. Parallel vorhanden sind. Und es gibt bestimmte Anwendungen, die nahezu von 100% der Studierenden genutzt werden. Ein Beispiel dafür und das seit vielen Untersuchungen, die wir seit einigen Jahren durchführen, Google Web Search als dominierende Anwendung der Suche nach Informationen, übrigens auch bei Lehrenden, also nicht nur bei den Studierenden. Ich habe gerade gesagt, die Gewohnheiten, die bei Studierenden, aber auch die Lehrenden, die ganz traditionell ihre Veranstaltung aufbauen, nutzen den Computer und nutzen auch bestimmte Anwendungen im Netz. Ja, dazu gibt es einen Wettbewerb, der entstanden ist und ich habe hier als Beispiele aufgeführt, iTunes U und Coursera, da könnte man auch andere nennen. Sicherlich ganz stark in den letzten Jahren die Video-Sharing-Websites, also YouTube als Beispiel, werden ganz stark genutzt, um Inhalte auch mit Inhalten der akademischen Bildung in die Veranstaltung, in die akademische Lehre hineinzuführen. Nicht, weil ich als Lehrender das empfohlen habe, sondern weil tatsächlich die Studierenden das aus eigener Aktivität verstärkt tun. Insofern dieser Wettbewerb, den kann ich nicht vermeiden und er schafft natürlich auch den Rahmen, dass die Vorlesungen, die ich gerade halte, in einem Vergleich sich behaupten muss, mit anderen Versionen diesen Inhalt darzustellen, die sich im Netz finden. Und da gehen wir eigentlich in den Bereich, wo auch Veränderungen sich schon abzeichnen und die heutige Lehre in gewisser Weise ja, anregen oder auch drängen, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Ich habe hier mal drei Begriffe genannt, die alle wahrscheinlich erklärungsbedürftig wären. Ich finde immer besonders interessant das sogenannte Hyper-Targeting, dass ich also aus den Daten, die ein Nutzer bei der Google-Suche als Beispiel erzeugt, dem Unternehmen, das diesen Dienst anbietet, ermögliche, profilgenau mir wiederum Informationen zuzuordnen und bereitzustellen und damit auch Einfluss zu nehmen. Und diesen Zugriff auf Studierende, aber auch auf mich als Lehrenden, den erlebt man zunehmend. Und das ist offenbar eine Praxis, die sich auch in der nächsten Zeit stärker entwickeln wird. Ja, jetzt kommt so, da haben wir diskutiert, ob ich das einblenden soll oder nicht. Die Frage ist, wie sehr ist das schon ein Standard? Wir haben sicherlich den Standard der Tradition und ich würde auch behaupten, dass wir einen Standard der Gewohnheiten haben. Also da hätte man jetzt auch 99% schreiben können, aber es ist so, dass wir davon ausgehen können, nahezu alle Studierenden sind equipped und sind online und nutzen bestimmte Anwendungen im Netz. Dann kann man noch sagen, okay, bei den etablierten Zusätzen, hier hätten wir auch gesagt, Learning Management System müssen alle nutzen, das Campus Management System müssen alle nutzen, Learning Management System, irgendeines wird wahrscheinlich auch jeder nutzen, weil man sich zum Beispiel in der Veranstaltung schon nur anmelden kann, wenn man das hier tut. Ich habe hier mal 60% als eine etwas
vorsichtige Angabe geben. Variation ist sicherlich sehr unterschiedlich und die Ergebnisse von Untersuchungen, nutzen Sie E-Learning in Ihrer Veranstaltung? Die sind deutlich oft sehr zurückhaltend. Also nur wenige nutzen tatsächlich ausdrückliche E-Learning-Anwendungen, aber dass Sie verschiedene Variationen von digitalisierten Angeboten in Ihrer Veranstaltung nutzen, das ist doch häufiger. Ja, und die Frage, inwieweit der Wettbewerb für uns schon bedeutend ist, das ist bestimmt auch von Thema zu Thema unterschiedlich. Es kommt darauf an, welche inhaltlichen Schwerpunkte eine Veranstaltung hat, inwieweit hier sie schon damit leben muss, dass sie im Internet vergleichbare Materialien findet. Wir haben hier relativ viel über Mathematik diskutiert, also dass zum Beispiel die Einführung in die Mathematik in dem Übergang von der allgemeinbildenden Schule zur Hochschule etwas ist, was schon seit Jahrzehnten uns Sorgen bereitet und uns herausfordert und wo wir uns vorstellen können, dass durch die Dinge, die man im Internet anbieten kann, man sehr viel differenzierter, sehr viel genauer auf die einzelnen Bedarfslagen auch von Jugendlichen eingehen kann. Das wäre zum Beispiel ein Bereich, wo wir uns vorstellen können, dass hier der nicht nur vielleicht der Wettbewerb, sondern auch der Markt im internetbasierten Bereich sehr schnell wächst. Ja, von daher, Blended Learning zusammenfassend wird in unterschiedlicher Intensität zum Standard, aber es ist sozusagen hineingewachsen. Beginnt schon mit der Nutzung, dass ich Dokumente einstelle und den Computer im Rahmen der Veranstaltung einsetze. Es gibt eben ganz stark veränderte Gewohnheiten, Ausstattung. Ich finde es immer interessant, dass wenn Sie Untersuchungen von vor 10 Jahren betrachten, bestimmte Gewohnheiten sich radikal verändert haben, auch Dinge untergegangen sind, die vorher da sind, aber auch andere Anwendungen, Anbieter innerhalb kürzester Zeit zu einer fast 100% Nutzung aufgestiegen sind. Sie befinden sich in einem Umfeld von sich etablierenden digitalen Hochschulmärkten, auf die gehe ich jetzt gleich noch ein. Und es gibt deutliche Varianten, die von den Lehrenden geprägt werden. Also die Lehrenden, die sagen, ich will meine Veranstaltung, meine Vorlesung traditionell machen oder so, wie ich auch denke, wissenschaftlich seriös, kommen genauso vor wie diejenigen, die komplett auf digitale Mittel zurückgreifen. Das Spektrum ist eigentlich interessant und das prägt auch die Art der Veranstaltung, wie wir sie zum Beispiel am KIT finden. Ja, der dritte Bereich, in dem wir Veränderungen sehen, und ich gehe jetzt ein bisschen schneller durch die, ich wollte Ihnen sozusagen die Art einmal einführen, wie ich durch die Trends durchgehe, ich gehe jetzt durch die anderen etwas schneller durch, die internetbasierte Lehre. Hier haben wir seit einiger Zeit Erfahrung selber auch am KIT mit dieser Art der hochschulischen Veranstaltung. Wir gehen davon aus, schon seit vielen Jahren, dass Lehrveranstaltungen online gehen, dass dabei aber sehr unterschiedliche technische, didaktische und organisatorische Unterstützungen vorhanden sind. Wir selber merken, dass es oft die Barriere gegenüber einer solchen Veränderung der eigenen Veranstaltung ist, die einen davon abhält und dass deswegen alle Möglichkeiten, das sozusagen aus dem Stand heraus zu machen, mit wenigen Minuten Einführung in ein System, also wenn man diese Self-Service, also sich selber mit den Möglichkeiten zurechtfinden, sehr einfach erschließen kann, dann senkt es die Barriere, hier auch aktiv zu werden, offenbar ganz erheblich. Deswegen haben wir hier eine Einrichtung am KIT, die gerade dieses mit ganz wenigen Vorbereitungen selber anzufangen, möglich machen. Und das korrespondiert übrigens damit, dass ja das gang und gäbe geworden ist, dass auch Studierende mit ihren Smartphones Aufnahmen machen und dokumentieren, ob sie einen Versuch durchführen und das auch archivieren, vielleicht ins Internet einstellen etc. Das sind viele also Amateuraufnahmen, die hier in Gebrauch gekommen sind, die offenbar wertgeschätzt werden. Also es ist nicht so die Hightech-Version, die praktisch fernsehtauglich ist oder kinotauglich, die hier die Entwicklung ausmacht, sondern es sind viele so fast im Amateurbereich befindliche Anwendungen und wir würden hier sozusagen die Entwicklung dann als besonders dynamisch ansehen, wenn wir dafür Möglichkeiten haben, das auch professionell und adäquat zu machen. Dazu vergleichen, dass wir jetzt anspruchsvoller, was wir als Full-Service-Vorbereitung anbieten und auch etabliert haben. Das wäre etwas, wo man tatsächlich ein didaktisches Konzept hat, ein Arrangement, wo
bestimmte digital aufbereitete Anteile mit dann situativen oder auch präsenten Anteilen kombiniert werden, aus dem Konzept ein digitales Material entsteht, das auch vielleicht für Jahre sinnvoll nutzbar ist, in Wiederholung etc. Ja, und da hat man zum Teil eben diese Gegenüberstellung von Dingen, die man in einem Studio macht, wo man vielleicht das ganze Arrangement optimal braucht, aber auch wo man mobil Dinge aufnehmen kann und dann Dinge dokumentieren etc. bereitstellen kann. Ja, im Internet entwickeln sich dann offene Lehrveranstaltungen. Je nach inhaltlichem Schwerpunkt ergibt sich eine unterschiedliche Eignung und Dynamik. Jetzt die Frage, sind also eher die Veranstaltungen, die statisch sind? Jetzt ohne den Kollegen zu nahe zu treten wollen, bleibe ich wieder bei der Mathematik. Bestimmte Einführungselemente sind eigentlich über Jahre gleich. Und damit hat man natürlich eine sehr gute Grundlage, sich sehr sorgfältig aufzubereiten. Oder sind es Inhalte, die sich sehr stark entwickeln? Wir haben Erfahrungen in diesem Bereich mit einer Anwendung gemacht, die das Thema Prokrastination, Aufschieberitis behandelt hat. Und das ist sicher ein sehr bewegtes Thema. Und auch da hat es sich hier mit Erfolg durchführen lassen, das internetbasiert zu betreiben. Man arbeitet dann eigentlich hier mit Portalen zusammen und diese Portale bieten organisierte Märkte an. Man hätte ja auch überlegen können, gut, das KIT baut ein eigenes Portal auf. Zu einem Teil haben wir auch solche Elemente. Aber hier sehen wir die Entwicklung so, dass es eben Hochschulmärkte gibt, an denen viele Hochschulen gemeinsam auftreten. Hier sind nur so ein paar aufgezeichnet. Wir haben heute einen Beitrag von iVersity, der, glaube ich, unmittelbar anschließend kommt. Aber wir haben eben eine Reihe von Anbietern mit unterschiedlichen Profilen, die zum Teil auch konkurrieren. Und ich glaube, für uns als Akteure im Hochschulbereich ist es auch ganz angenehm, dass man dort einen Wettbewerb hat und nicht nur einen Monopolanbieter, wie auch im Bereich von Google oder Facebook, wo es eben doch sehr monolithische Konstruktionen gibt, dass wir hier eine gewisse Breite haben, auch die in der Art variiert. Was dabei aber entsteht, ist ein sehr differenzierter Datenbestand. Wenn ich in einem solchen Markt eine Fülle von Studierenden habe, die sich dort digital bewegen, habe ich natürlich auch das entsprechende Datenmaterial. Und es ist natürlich Geschäftsmodell, dass ich das Datenmaterial nutze, um die Veranstaltung zu optimieren. Also zu sehen, welche Studierenden kommen mit welcher weiteren Anregung oder mit welcher Unterstützung besonders gut klar oder akzeptieren sie besonders intensiv. Also diese Wechselwirkung, die ist systemisch mit dem Konzept verbunden. Ja, und nochmal auf Erfahrung, die wir jetzt hier schon in diesem Bereich im KIT haben, eben im Bereich des Prokrastinationsthemas, im Bereich eines europäischen Projektes zum Energiethema, in Zusammenhang mit den TU9, mit den technischen Universitäten. Und wir haben hier zum Teil festgestellt, dass es eben einen deutlichen Unterschied macht, ob man selber ein Portal aufbaut und versucht, diese entsprechende Internetwahrnehmung zu erzeugen, oder ob man mit einem schon arrivierten Portal arbeitet, die eben auf eine sehr viel größere Anzahl an aufmerksamen Beteiligten zugreifen kann und damit auch ein neues Thema, was man einbringt, sehr viel gezielter und letztendlich erfolgreicher platzieren kann. Soweit zu den eigentlich drei grundlegenden Themen. Ich habe sie hier so unten aufgelistet. Das sind die Dinge, wo wir sagen, die laufen eigentlich schon sehr stark. Und das ist eigentlich nur die Frage, wie wir sie jetzt aus dem laufenden Vorgang hin gestalten, angehen. Der nächste Bereich, wo wir sehen, eigentlich da entwickelt sich etwas, haben wir hier den ersten mit dem Begriff des Student Lifecycle bezeichnet. Das ist auch ein Begriff, der schon seit 10 Jahren in Diskussion ist. Also all die Begriffe haben jetzt nicht den Anspruch, dass sie vollkommen neu sind. Aber wir sehen hier doch eine deutliche Veränderung wiederum durch die informationstechnischen Rahmenbedingungen. Wir können Studierenden neben dieser Studiengangsperspektive, die wir im Learning Management System haben, wo wir also sozusagen aus der Perspektive der Lehrenden eine Zusammenstellung anbieten, auch anbieten, dass sie ihren eigenen Studienverlauf im Rahmen des Systems entwickeln. Wir haben Anwendungen wie Mahara dafür in Gebrauch. Wir oder zumindest auch experimentieren mit diesen und sehen es als eine Notwendigkeit und auch einen Bedarf, ein Interesse Studierender, ihre Studienerfahrungen aus einer individuellen Perspektive zu dokumentieren und damit auch
als ihre eigene Dokumentation umzugehen. Das können Sie dann phasenspezifisch machen. Das heißt, der Anforderungsrahmen ist in einer Eingangsphase ein anderer als zum Beispiel in einer Prüfungsphase. Und diese Individualisierung sollte durch diese Möglichkeit, das eigene Profil digital aufzubauen und zu entwickeln, gefördert werden. Wir haben über diese Anwendung auch die Möglichkeit, die Studierenden schon bevor sie ans KIT kommen, zu kontaktieren und sozusagen ihre Verbindung mit der universitären Organisation schon aufzubauen, bevor sie eingeschrieben sind. Also diesen Beginn eigentlich der Verbindung können wir auch über die digitale Kontaktierung und Einbeziehung schon aufbauen und können es verstetigen, auch nach Abschluss, indem die Studierenden ihre Dokumente, ihre Zertifikate, ihre Nachweise von Befähigung in ihre Berufstätigkeit mit transferieren. Warum ist das bedeutsam? Ich mache hier einen kleinen Schwenk nochmal in die Untersuchung, die wir durchgeführt haben. Wir haben gefragt, welche digitalen Angebote Studierende in ihrer Freizeit nutzen, und ich möchte hier auf zwei hinweisen. Es wäre jetzt zu kompliziert, die ganzen Fragen durchzumachen, aber es ist auf jeden Fall so, dass die Studierenden offenbar gewohnt sind und auch in erheblichem Maße akzeptiert haben, in Umgebungen wie Facebook oder wie auch WhatsApp so viel persönliche Eingaben durchzuführen, dass daraus eben diese Profile entstehen und auch die Verlaufs Darstellung des eigenen Werdegangs. Die Überlegung ist, da das offenbar im Umfeld so stark sich entwickelt hat und auch so stark akzeptiert wird, wäre es nicht auch eine Aufgabe der Universität, dieses anzubieten in einem geschützten wissenschaftlichen Rahmen? Also auch da ist die Frage, es ist nicht die Frage, nicht die Alternative, findet es statt oder findet es nicht statt, sondern da es stattfindet, ist es nicht eine Aufgabe der Universität, hier auch den Studierenden etwas möglich zu machen. Ja, das führt eigentlich weiter zu dem Punkt Selbstorganisation im Studium als eine Thematik, als einen Trend, den wir aufgenommen haben, übrigens aus dem Diskurs mit den Studierenden. Die haben ganz stark auf diesen Aspekt hingewiesen, dass es ein Trend ist und eine Erforderung im Bereich der Digitalisierung, die sie in den Mittelpunkt stellen. Ich habe hier mal formuliert, kollaborative Arbeitsformen der Scientific Community greifen als Orientierung für die Arbeitsformen in die Lehre. Im Studium entwickelt sich eine Gleichzeitigkeit von organisierten und informellen Gruppen. Ich will jetzt hier erst ein Beispiel erwähnen, das am Institut für Telematik, das schon aus Sicht der universitären Lehre anbietet. Hier wird SharePoint genutzt, und es wird eine Umgebung für die Studierenden bereitgestellt, indem sie selber aktiv Eingaben machen können, indem sie selber ihre Forschungsprojekte bearbeiten können, und das in einer Weise, wie sie es auch später am Arbeitsplatz als Ingenieure, als Informatiker wiederfinden. Sie haben also hier eine Möglichkeit der Kooperation im Rahmen des Studiums in einer digitalen Umgebung, die Ihnen schon Erfahrungen, wie Sie auch in der späteren Arbeitssituation sind, eröffnet. Und das, meine ich, wäre ein Beispiel, wie diese Kooperationsanforderung schon sehr weitgehend auch realisiert ist. Ist die Frage, wird sich das in dieser Form ausweiten? Ich meine, dass aus der Argumentation der Studierenden heraus eigentlich eine andere Thematik auch noch mit ins Spiel gebracht wird. Das ist das, was heute so ein bisschen mit einem Modebegriff als Sharing Economy bezeichnet wird. Airbnb und Uber sind, glaube ich, die ganz stark in der Diskussion sind, aber auch alle Torrent-Netzwerke signalisieren die Gewohnheit der Nutzer digitaler Angebote heute, etwas auszutauschen, etwas gemeinsam zu nutzen, Dinge, die man im Eigentum hat, auch anderen zur Verfügung zu stellen oder Eigentum vielleicht gar nicht zu bilden, sondern zu leihen, zu teilen. Und das wäre eine offenbar so deutliche Entwicklung, dass sie auch unsere Gestaltung in dem hochschulischen kooperativen Arbeiten beeinflussen sollte und könnte. Das ist sicherlich hochbrisant und hochkritisch, wie man es angehen kann, aber es scheint mir hier auch eine Gewohnheit aus dem Umfeld, die in die Art des Arbeitens an der Universität mit hineinführt. Und die Studierenden haben etwas kritisiert, sagen wir auch, dass viele von diesen Möglichkeiten, also zum Beispiel Übungen dort auszutauschen und gemeinsam zu bearbeiten, dass die ausgeschlossen werden. Und sie haben eigentlich gesagt, es müssten diese Möglichkeiten zusammenzuarbeiten auch in dem System der Universität gegeben sein. Ja, und dann ein schließlich dritter Punkt.
Ein dritter Trend, der den Begriff, den Herr Wanner schon erwähnt hat, der forschungsorientierten Lehre aufnimmt, das ist, meine ich, vielleicht in gewisser Weise KIT-spezifisch. Dass wir sagen, weil das ein Leitbild ist, forschungsorientierte Lehre zu machen, ist ja auch die Frage, wie kann sie Digitalisierung, diese Forschungsorientierung in der Lehre unterstützen? Und ein Hauptansatz, den wir hier am KIT aus unseren Gesprächen entnommen haben, ist die Möglichkeit, Labore miteinander zu vernetzen, die dieser Vernetzung bedürfen, die davon profitieren, die aber zum Teil auch schon Voraussetzungen davon haben, weil es nicht nur das physische Labor gibt, sondern es gibt auch die Simulation zu dem Labor. Es gibt auch die Möglichkeit, in dem Labor Vorgänge am Rechner zu betrachten, ablaufen zu lassen. Und das heißt, man muss nicht unbedingt in dem Labor drin sein. Und man kann darüber, dass man die digitale Vernetzung hat, Labore ganz unterschiedlicher Art und auch ganz unterschiedlicher Problematik miteinander verknüpfen. Und gerade am KIT haben wir am Campus Nord eine Reihe von Laboren, die also hoch riskant sind, wenn man sie betreten wollte. Und man kann sie aber durch die Möglichkeiten einer digitalen Darstellung, einer virtuellen Darstellung öffnen, zugänglich machen, auch ohne, dass man die 10 Kilometer durch den Wald fahren muss, als ein Beispiel, aber auch um bestimmte Risiken, die mit den Laboren verbunden sind, zu umgehen. Hier sehen wir eine Möglichkeit, Forschung in die Lehre hineinzubringen. Und ich greife hier nochmal auf die Erhebung und die jetzt noch Zwischenergebnisse zu. Wenn Sie diese Statements wiederum nehmen, dann sagen die Studierenden momentan, stimmen nur in ganz geringer Weise dem Statement zu, ich bin in meinem Studium an wissenschaftlicher Forschung beteiligt. Also da scheint auch noch vieles zu tun zu sein. Insofern wäre das, denke ich, auch eine Entwicklung, eine Option, die wir auch einfach als Investition sinnvoll nutzen könnten, um diesen Anspruch gerecht zu werden. Interessanterweise geben übrigens die Dozenten offenbar hier eine höhere Einbeziehung in die eigene Forschung an. Also da gibt es offenbar auch eine Wahrnehmungsdifferenz zwischen Studierenden und Lehrenden in diesem Punkt. Ja, wir sehen hier, und ich möchte ganz kurz, weil ich ja Didaktiker bin, auf den Aspekt der Didaktik eingehen, auch die Möglichkeit konstruktivistische Didaktik, das heißt Lernen anhand von vollständigen Aufgabenstellungen in Projekten zu verknüpfen mit der Instruktionsdidaktik, die in den vorlesungsbasierten Veranstaltungen dominant ist, also die unter den Trends 2 und 3 in den Mittelpunkt gestellten, und die Didaktik des selbstorganisierten Lernens, also die des von den Studierenden und auch zum Teil von den Wissenschaftlern selbst arrangierte Lernen aufgreifen, wo man ja überwiegend indirekte Unterstützung leisten kann. Ja, und damit komme ich zu der letzten Gruppe, nämlich einmal das schon erwähnte Konzept, einen Sprachtransfer in Echtzeit zu etablieren. Das ist übrigens ja was, was auch schon seit 30 Jahren nahe vor dem Durchbruch gesehen wird. Die Qualität eigentlich der Übersetzung hat sich bislang nicht so erheblich gesteigert. Wir nehmen aber hier an, dass wir tatsächlich möglicherweise vor einem Durchbruch stehen, weil der Ansatz ein ganz anderer ist, hier auch zu adäquaten Übersetzungen zu kommen. Soll nämlich eine routinemäßig einsetzbare Lösung entstehen, die Sprachbarriere im Studium absenkt zumindest, ob sie die beseitigt oder nicht, und dabei auch die Codierung und Archivierung des Gesprochenen mit leistet und die Nutzer dabei einbezieht. Die Konzeption ist dabei nicht, die Grammatikregeln etc. anzuwenden, sondern mit den schon existierenden, erfassten, gesprochenen Worten umzugehen, aus der Auswertung dieses Archivs die hochwahrscheinliche Bedeutung des aktuell Gesprochenen abzuleiten und dann bei der Gütesicherung des Erfassten auch die Kommentierung des, was man heute als Crowd bezeichnet, also der Studierenden zum Beispiel mit einzubeziehen. Dieser ganz andere Ansatz scheint doch große auch Fortschritte im Bereich eigentlich einer adäquaten Echtzeitübersetzung möglich zu machen. Ja, und der Lecture Translator wäre eben ein solches Vorhaben, das hier am KIT mit durchgeführt wird und wo wir auch als eine der relevanten Entwicklungen für die kommende Zeit denken, dass man darauf setzen wird. Ja, und dann kommt ein vorletzter Punkt, der, meine ich, etwas anspruchsvoll auch in der Erklärung ist, nämlich die
Aufbereitung wissenschaftlicher Inhalte on demand, die durch die Digitalisierung der akademischen Bildung möglich wird. Zunächst mal auch hier Phänomene. Wir haben hier schon eine relative Bedeutung dieser Inhalte, die volatil sind, in nämlich den Diskursen von digitalen Communities und Foren, in den projektbasierten Arbeitsumgebungen und in den Texten mit multiplen Autorenschaften, wie gerade in der Wikipedia als Beispiel. Aber wenn Sie die Studierenden in die laufende Forschungsarbeit einbeziehen, dann heißt es natürlich vor allen Dingen Arbeit mit Dokumenten, die nicht abgeschlossen sind, sondern die sich in der Entstehung befinden. Und die Relevanz, die in diesen in Entstehung befindlichen Dokumenten liegt, gegenüber den abgeschlossen formulierten Dokumenten, scheint zuzunehmen. Das gilt eben auch für die vierte Form, die hier aufgezählt ist, die Living Documents, also eigentlich in einer ständigen Bearbeitung von verschiedenen Personen befindlichen Dokumente. Der Anteil, der also nicht nur digital ist, sondern auch noch digital in einer ständigen Veränderung, der scheint zuzunehmen und verlassen uns offenbar auch immer mehr auf das, was von dem technischen System uns zurückgeliefert wird. Mal ganz bei der einfachen Google-Suche angefangen, umso mehr ich mich darauf verlasse, dass diese Qualität der durch technische Algorithmen durchgeführten Recherche meine eigene Suche übersteigt, umso mehr beginne ich natürlich auch in dem digitalen System die Qualität meiner eigenen Arbeit zu verorten. Ja, auch hier ein ganz kurzer Blick in die Untersuchung, die thematisiert, inwieweit in diesem Fall die Bedeutung der Recherche mit elektronischen Elementen im Vergleich zu den gedruckten Büchern, gedruckten Lehr- und Fachbüchern und übrigens auch dann hier den elektronischen Büchern sich befindet. Wir haben hier in einer ganzen Sammlung von 40 Medienarten die Frage auch der Häufigkeit der Nutzung ermittelt und die Studierenden haben als am häufigsten genutzt übrigens immer noch die Wikipedia angegeben, obwohl da ein leicht abnehmender Konzentrationsgrad auf Wikipedia sich zeigt, aber sie sind eben deutlich vor den gedruckten und auch E-Books. Und was ich eigentlich interessant finde, auch des Nachdenkens wert, dass elektronische Fachzeitschriften und auch gedruckte Fachzeitschriften deutlich später rangieren, obwohl eigentlich die aktuellen wissenschaftlichen Diskurse und Ergebnisse werden eigentlich in Zeitschriftenartikeln veröffentlicht. Es ist etwas merkwürdig, wie wenig das offenbar im Rahmen des Studiums in Gebrauch genommen wird. Aber das ist nur ein kleiner Seitenblick auch zu dem, was sich hier entwickelt, dass offenbar die Akzeptanz der elektronisch erzeugten Dokumente ganz erheblich ist und unser Denken im Studium prägt. Ja, und das führt zu dem letzten Punkt, das ist richtig ein Erregungswort, was also auch die Diskussionen herausfordert, Learning Analytics. Ich habe schon mit Seitenbemerkungen angesprochen, diese Arbeit im digitalen Raum ermöglicht natürlich eine sehr viel genauere Diagnose, auch aus pädagogischer Sicht, was geht in dem Studierenden vor. Und ich stelle mir hier vor, also auch wie Sie, ich wüsste von dem Dritten in der letzten Reihe genau, was jetzt gerade zum Beispiel im Internet parallel gesucht wird und könnte das nutzbar machen, um meine eigenen Eingaben zu optimieren. Das ist sicherlich etwas, was zunehmend auch stattfindet und zwar nicht in der Universität selber, weil wir das in keiner Weise dürfen, sondern eben natürlich von den Anbietern, die hier digitale Bildung im Netz auch offerieren. Ja, ich gehe auf diesen Punkt nur ganz kurz abschließend noch ein, indem ich zwei Statements aus der Erhebung erwähne, nämlich einmal das Statement, Datenschutz hat mich für mich Vorrang, auch wenn dadurch hilfreiche Dienste ausgeschlossen werden. Und das zweite Statement, ich gehe davon aus, dass auch meine Nutzungsdaten vom KIT zur Personalisierung von Diensten verwendet werden. Hier sind beide Statements in dem mittleren Bereich der Zustimmung, also die Annahme, dass Datenschutz wichtig ist, selbst wenn man dadurch bestimmte Dinge eben dann nicht nutzbar machen kann. Dieses Statement wird auch von einem guten Teil der Studierenden, übrigens auch der Lehrenden,
für relevant gehalten. Etwas geringer die Annahme, dass das KIT die Personalisierung von Daten verwendet. Tatsächlich kann man das Statement in der Interpretation auch sehr weit auslegen. Also das wäre mehr eine Diskussionsthematik, die sich hier zeigt. Aber es ist so, dass das, was wir vielleicht am KIT nicht tun, und vielleicht auch künftig nicht tun werden, etwas ist, was man ganz selbstverständlich annimmt, dass es von anderer Seite getan wird. Das heißt, wenn ich mich in einem Portal im Internet anbiete, und das machen amerikanisches Unternehmen oder ein deutsches Unternehmen sein, dann kann ich davon ausgehen, dass meine Daten genutzt werden, um meine Dienste zu personalisieren. Ja, und damit vielleicht nochmal der Versuch, das, was jetzt hier angesprochen wird, ist, was vielleicht auch schon sehr vielfältig ist, zuzuordnen. Ich gehe angesichts der Zeit jetzt da nicht mehr ausführlich drauf ein, aber wir versuchen eben aus diesen Trends eine Art Strategiedarstellung auch für die kommenden Jahre zu machen. Und bei den ersten Diskussionen merkt man immer, dass gesagt wird, ja, das müssen wir doch alles sofort machen. So. Aber das kann man natürlich nicht. Und die Frage ist, wenn man jetzt erwartet, was wird große Schwerpunkte in den nächsten Jahren ergeben, dann sind wir eben davon ausgegangen, dass schon laufende Vorgänge uns noch lange beschäftigen werden. Und wir wissen schon, was in den nächsten Jahren da passieren muss, zum Beispiel beim Views Campus. Bei anderen sehen wir schon kommen, können aber noch nicht absehen, wie es sich entwickelt, haben aber schon deutliche Gestaltungsherausforderungen. Ja, und der dritte Bereich, das ist eben eine Frage von Investitionen und auch Setzen auf bestimmte Entwicklungen oder Klären der Möglichkeiten, auch hier eine Aufgabe der Wissenschaft. Ja, und ich möchte den Zusammenhang zu dem heutigen Tag, das hatte ich ja versprochen, noch herstellen aus meinem Vortrag heraus. Wir haben die Beiträge, und ich hoffe, dass jetzt die Referenten nicht schockiert sind, versucht, auch in einen Zusammenhang zu der hier einführend dargestellten Übersicht zu bringen. Wir haben zu dem Thema Campus Management System den Beitrag von Sebastian Höger und Tobias Sturm. Wir haben von iVersity Fabian Schumann, der zu den internetbasierten Hochschulmärkten, denke ich, hier etwas beiträgt. Wir haben von Markus Gerard und Wolfram Barote die Thematik Flipped Classroom. Wir haben Michael Weirich und Philipp Marx von der Universität Stuttgart, die auch so etwas zu der Untersuchung die Stuttgarter Perspektive hier einbringen. Dann haben wir die Studierendenperspektive, Lukas Schulz und von Andreas Pester nochmal die Thematik Online-Experimente, also diese, was ich jetzt hier mit dem Labor-Thematik angebracht habe. Und wir haben zum Ende des Tages vielleicht die spannendste Thematik, ohne jetzt die anderen, aber ich möchte Sie locken, wirklich bis zum Ende da zu bleiben, von Peter Salden, Thematik Learning Analytics und von Marina Bittmann als Datenschutzbeauftragte sozusagen auch eine Position zu den Hoffnungen, Möglichkeiten, aber auch Gefährdungen und vielleicht Risiken, die sich dort zeigen. Und wir hoffen, dass wir damit einen ganz interessanten und facettenreichen Tag Ihnen anbieten können. Ja, und ich wollte eigentlich abschließen mit der Aufforderung zur Diskussion. Jetzt sehe ich aber, dass ich doch ein bisschen aus meiner Zeit fast rausgekommen bin und wollte nochmal zurückkommen zu dieser Übersicht. Also das ist unser Modell und das sind die Trends, die wir aus der Arbeit heraus identifiziert haben, als relevant betrachten und eben wie dargelegt in ihrer Bedeutung begründen. Soweit meine Darstellung und ja, danke für Ihre Aufmerksamkeit.